sind jetzt gerade hier in Warnemünde angekommen, wo es gleich für uns auf die Norwegian Getaway geht. Wir fahren jetzt erstmal auf einen Parkplatz von Parken und Meer. Da haben wir für die 10 Tage einen Parkplatz reserviert. Und ja, der kostet 119 Euro für die 10 Tage, wo man mit der Norwegian Getaway unterwegs ist. Und ich bin mal gespannt, was uns da jetzt genau erwartet. Das waren ungefähr 10 Minuten Parkzeit und ja, jetzt gehen wir direkt zum Check-in und melden uns gleich von Bord wieder. Zum Mittag zu essen und die Auswahl ist hier doch ja, für den Nachmittag doch ja, recht vielfältig. Mega krass. Wir waren hier gerade ja, an der Eisbar sozusagen und die Kinder haben sich hier gerade noch ja, eine Waffel Eis bestellt und wir haben hier echt für eine Riesentüte pro Person, also pro Kind, pro Waffel 2,75 Dollar bezahlt und das ist wirklich, ja, ich glaube, die haben da 4 Bällchen rein, das ist schon echt extrem günstig. Ist zwar im Premium All Inclusive nicht enthalten, aber ich denke 2,75 für so eine riesen Eistüte, das ist echt verkraftbar und ja, also finde ich den absoluten Wahnsinn. Jetzt ist es Punkt 21 Uhr und wir verlassen hier mit der Norwegian Getaway den Hafen von Warnemünde. Inzwischen ist auch das schlechte Wetter aus dem Hamburger Raum, bei dem wir vorhin noch losgefahren sind, hier in Warnemünde angekommen. Ja, es gewittert leicht und es fängt auch mittlerweile an zu regnen, aber wir sind optimistisch gestimmt, dass uns das Wetter jetzt während der Kreuzfahrt natürlich nicht verfolgt.
das war es dann auch schon zu unserem ersten Tag hier an Bord der Norwegian Getaway. Nachdem wir vorhin hier in Warnemünde ausgelaufen sind, haben wir jetzt am Abend nochmal eine kleine Runde über das Schiff gedreht, um mal so einen ersten kleinen Eindruck zu gewinnen. Und ja, da ist ziemlich schnell aufgefallen, dass sich hier das meiste auf den Decks 6, 7 und 8 abspielt. Da ist wirklich ordentlich was los. Die Bars sind voll und ja, vor allem das Casino, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich gerammelt voll. Und ja, ich frage mich tatsächlich, wie viel Geld so eine Reederei an so einem Casino in der Woche verdient. Das müssen unheimliche Summen sein, denn da gab es wirklich keinen Automaten, keinen Spieltisch mehr, der in irgendeiner Art und Weise noch einen Platz frei gehabt hätte. Ja, sowas habe ich dann auch echt noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich die letzten Jahre einfach kaum oder, ja, um nicht zu sagen, gar nicht auf amerikanischen Schiffen unterwegs war. Jetzt sind wir dann auch doch ziemlich müde. Der Tag war sehr anstrengend. Heute Morgen von der Jade runter, jetzt auf die Norwegian Getaway drauf. Ja, wenig Schlaf gehabt. Die letzte Nacht war kurz. Und ja, heute Morgen hat der Wecker auch schon sehr früh geklingelt, dadurch, dass wir ja diesen Speedwechsel hier hatten. Und daher sage ich jetzt an dieser Stelle gute Nacht und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind hier gerade an Bord der Norwegian Getaway auf dem Weg in Richtung Polen. Wir sitzen jetzt hier im Gartencafé beim Frühstück. Hier ist es gerammelt voll. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ja, man hat lediglich einen Platz im Außenbereich gefunden, aber die Auswahl hier beim Frühstück ist ja sehr vielfältig, sehr groß. Es ist natürlich alles ein bisschen amerikanisch, aber ich denke, wenn man sich darauf einstellt, dann wird man auf jeden Fall etwas Leckeres zu essen finden. Jetzt inzwischen hier auch schon im Hafen von, ja, wie spricht man das eigentlich aus? Gdynien, also im Hafen von Danzig sozusagen in Polen ein. Wir haben inzwischen schon Mittag, kurz vor 13 Uhr. Den Vormittag nach dem Frühstück haben wir nicht mehr allzu viel gemacht. Ich war hier auf Deck 6 beim Internetmanager eine ganze Weile angestanden. Ihr seht das hier gerade in der Schlange. Da ist ordentlich was los und ich verstehe überhaupt nicht warum, weil das Internet kann man an sich ganz einfach über das Handy oder über den Computer buchen und sich da einloggen. Total unkompliziert. Jedenfalls habe ich da alleine eine Stunde verbracht, um mir hier meinen Internetzugang zu holen. Ja, danach habe ich den Vlog von gestern fertig geschnitten. Das nimmt ja auch immer ein bisschen Zeit in Anspruch, sodass ihr den jetzt auch relativ zeitnah zur Verfügung habt. Und ja, jetzt werden wir noch schnell eine Kleinigkeit Mittag essen und dann werden wir auch rausgehen und mal schauen, was uns hier in Polen so alles erwartet. Ja, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen hier in Gdynien. Wir liegen hier, ich muss gerade noch mal nachschauen, wie man es schreibt, am Frankuski Börs hier in Gdynien mit der Norwegian Getaway an. Und ja, wir werden jetzt mal ein bisschen in die Stadt gehen und schauen, was es hier in Gdynien so zu sehen gibt. Von der Norwegian Getaway aus wird auch ein Shuttle-Transfer ins Stadtzentrum angeboten für 15 Dollar pro Person. Wir wollen jetzt allerdings mal schauen, wie weit wir zu Fuß hier kommen. Also bis dann und viel Spaß beim Zuschauen.
Wir sind hier gerade an der Südmolde angekommen. Ja, hier ist zum einen eine echt schöne Uferpromenade, wo man ganz schön lang spazieren kann. Und aktuell ist hier auch ein Rummel. Und wir haben uns jetzt spontan entschieden, mal eine Runde mit dem Riesenrad zu fahren und uns Gdingen von oben anzuschauen. Wie wir ja gerade schon vom Riesenrad aus oben gesehen haben, gibt es hier in Gdingen auch einen Strand. Vom Schiff bis hierher, ich kann euch nicht direkt sagen, wie lange ihr da lauft, da wir ja nicht auf direktem Weg hierher gegangen sind. Aber ich denke, so in einer halben Stunde Maximum solltet ihr den Strand zu Fuß erreicht haben. Eine der Sehenswürdigkeiten hier in Gdingen an der Südmole ist hier dieser Zerstörer Bliskavica. Die Bliskavica war eine von 4 Torpedozerstörern unter polnischer Flagge, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der Briten gegen Deutschland gekämpft hatten. Gleich hinter dem Kriegsschiff liegt die Da Pomorze. Das ist ein Dreimaster, der 1909 in Hamburg gebaut worden ist. Die Da Pomorze diente von 1930 bis 1981 als Schulschiff der Marineakademie. Seit 1983 liegt sie nun hier an der Südmole und beherbergt ein Museum. Wir sind jetzt zwischenzeitlich wieder zurück an Bord. Wir haben ja inzwischen auch schon kurz vor 7. Jetzt steht natürlich wieder die große Frage an, wo gehen wir heute Abend essen? Da haben wir uns noch nicht entschieden und schauen einfach mal spontan, wo wir denn dann jetzt gleich unser Abendessen einnehmen werden. Good morning all together. Oder wie heißt es in Deutsch so schön, guten Morgen zusammen. Wir haben heute Morgen erstmal dezent verschlafen, denn wir haben gestern Abend vergessen, die Uhren umzustellen. Wir haben auf dem Weg nach Russland eine Stunde Zeitumstellung und zwar nach vorne. Ja, und das ist uns irgendwie gestern Abend so ein bisschen untergegangen, sodass wir jetzt hier um 11 Uhr, also kurz vor 11, beim Frühstück sitzen. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn hier im Oschins, wo wir gerade sind, gibt es nämlich bis um 11 Uhr für Langschläfer an einem Seetag Frühstück. Da schauen wir uns jetzt mal an, was uns hier Schönes serviert wird und melden uns später wieder. Es regnet ein klein wenig und die Temperaturen haben etwas nachgelassen. Aber das Schiff hat Gott sei Dank, auch wenn man nicht schwimmen kann, genug zu bieten. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde Minigolf spielen.
Die Schläger für das Minigolfspiel bekommt ihr hier direkt zu Beginn des Parcours. Gibt es in drei verschiedenen Größen, einmal für kleine Kinder, für mittlere Kinder und dann natürlich auch für die Erwachsenen. Hat heute von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr am Abend geöffnet und hier könnt ihr einfach jederzeit immer Minigolf spielen. Und wir gehen jetzt einmal, bevor wir spielen, den Parcours entlang, um zu schauen, was uns hier eigentlich erwartet. Ich bin ja gerne gut vorbereitet und somit laufen wir hier einmal durch. Schon. Wir haben hier bestimmt gut eine halbe Stunde gebraucht. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir keine Ahnung von Minigolf haben und wahrscheinlich länger als jeder andere gebraucht haben, um die Bälle ins Loch zu schießen. So, nach dieser anstrengenden Partie Minigolf gönnen wir uns jetzt hier erstmal an der Poolbar etwas zu trinken. Und ja, das, was ihr hier jetzt gerade seht, das ist ein Keybar. Die Amerikaner kennen das allerdings nicht und ich habe ihnen erklärt, ja, Kirschsaft mit Bananensaft. Und was kam am Ende bei raus? Irgendwie gefrorener Bananendrink mit einem Schuss. Ich hoffe, dass es Kirschsaft ist, ansonsten vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Aber egal, den Kindern schmeckt's und das ist die Hauptsache. Nach einem kamerafreien Nachmittag melde ich mich jetzt mal bei euch zurück. Ja, warum kamerafrei? Es gibt einfach Dinge, die sind privat und die werden auch bei uns immer privat bleiben. Ich verrate nur so viel, wir haben Geburtstag gefeiert. Jetzt werden wir dann gleich zum Abendessen gehen. Wir haben nämlich inzwischen schon wieder 19 Uhr. Und auch heute Abend werden wir wieder, wie auch schon die letzten beiden Abende, ins Oceans gehen. Das hat sich nämlich das Geburtstagskind gewünscht. Und das wollen wir dem kleinen Mann natürlich nicht verwehren. Thank you.
ein schöner Abend. Im Moschins erwartete unser Geburtstagskind noch eine kleine Geburtstagsüberraschung. Das Team, ja, sang ihm ein kleines Geburtstagsständchen und dann gab es auch noch eine leckere Torte für uns zum Nachtisch. Das war wirklich eine ganz nette Sache. Ja, Pascal und ich, wir sind danach noch in die Sugarcane Mojito Bar gegangen und haben uns da, ja, den Raspberry Mojito gegönnt und einen Pineapple Mojito. Beides wirklich sehr lecker, wobei ich sagen muss, ja, der Pineapple Mojito, der haut doch ganz schön rein, den merkt man direkt. Während man bei dem Raspberry Mojito doch verleitet ist, da doch den einen oder anderen mehr zu trinken. Denn der ist wirklich super lecker und ja, man merkt auch wirklich eigentlich gar nicht, dass da so viel Alkohol drin ist. Ja, jetzt sind wir auf die Kabine gegangen und werden die Lichter auch bald ausmachen. Morgen sind wir dann in St. Petersburg, da werden wir sehr wahrscheinlich nicht von Bord gehen. Ja, und hier im Hintergrund könnt ihr sehen, fährt gerade die Arcadia von P&O Cruises an uns vorbei. Und das ist auch nicht das einzigste Schiff, was wir heute hier auf der Ostsee getroffen haben. Denn hier ist wirklich auch, was Kreuzfahrtschiffe betrifft, die Hölle los. Hier waren bestimmt heute 5 oder 6 Schiffe, die wir gesehen haben. Und ja, das ist ja auch immer ganz aufregend, wenn man dann auf hoher See ist und dem einen oder anderen Schiff begegnet. Ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss und bis morgen und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind hier heute Morgen in St. Petersburg angekommen. Und ja, der erste Blick aus dem Fenster, der war schon echt beeindruckend. Hier liegen nämlich neben uns noch 4 weitere Schiffe im Hafen. Zum einen hier direkt hinter mir die Celebrity Eclipse. Dann haben wir die Arcadia von P&O Cruises, die Celebrity Silhouette. Und wenn wir jetzt hier mal noch ein Stückchen weiter schauen, dann seht ihr hier auch noch die Aida Cara. Das ist ja echt der Wahnsinn, mit uns zusammen dann 5 Schiffe. Wir werden heute in St. Petersburg an Bord bleiben und werden mal das, ja, hoffentlich leere Schiff ein wenig genießen.
Geht ein Tag zu Ende. Wer jetzt denkt, boah, die gehen ja echt immer früher ins Bett, ja, der irrt ein wenig, denn wir haben bereits 23:30 in der Nacht und ja, es ist immer noch hell draußen, was natürlich sehr schön ist. Ich glaube, es wird auch nicht mehr wirklich dunkler. Wir hatten heute einen sehr actionreichen Tag mit Minigolf auf dem Sportplatz. Wir waren im Kletterpark, wir sind ein paar Rutschen gerutscht und haben es uns hier in St. Petersburg an Bord einfach mal gut gehen lassen. Unser Abendessen haben wir heute endlich mal in einem anderen Restaurant ausprobiert. Und zwar waren wir im The Tropicana Room. Das ist eines der Inklusivrestaurants hier an Bord. Hier wird ein mehrgängiges Menü serviert, à la carte. Und ja, wie gesagt, es ist inklusive und ja, wirklich sehr lecker. Kann man gerne mal ausprobieren. Und wir gehen jetzt ins Bett. Wir werden über Nacht hier in St. Petersburg bleiben und morgen noch den kompletten Tag hier verbringen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Nacht. Ciao, ciao, bis morgen. Guten Morgen zusammen. Wir sind hier immer noch in St. Petersburg, denn wir hatten hier einen Overnight. Ja, das Frühstück haben wir heute schon hinter uns gebracht im Gardens Café. Ja, an so einem Landtag ist das doch relativ leer dort und man bekommt zum Wohl gemütlich einen Platz. Und ja, wie auch letztens schon gesagt, gibt es dort einiges an Auswahl, allerdings ja, doch sehr amerikanisch gehalten. Jetzt inzwischen ist das Wetter schon wieder so ein bisschen zugezogen. Wir sind mal gespannt, was der Tag so bringt und ob wir heute ja vielleicht nochmal baden gehen können oder auch die Rutschen nochmal ausprobieren können oder ob uns da das Wetter wieder mal einen Strich durch die Rechnung macht.
Leute, es ist eisig kalt hier draußen. Ja, wir haben uns inzwischen wieder auf den Weg gemacht, sind jetzt in St. Petersburg losgefahren und sind jetzt auf dem Weg nach Tallinn, wo wir morgen sein werden. Ja, heute der Tag war ja eigentlich ein bisschen unspektakulär, jedenfalls der Vormittag. Wir waren zuerst mal, ja, wie immer frühstücken und haben dann ja doch jede Menge gearbeitet. Pascal hat einen Speedrundgang für euch gedreht. Ich habe einiges an Beiträgen geschrieben und habe den Reisebericht aktualisiert. Die Kinder waren derzeit dann ein bisschen Minigolf und Tischtennis spielen. Ja, zum Mittagessen waren wir dann auch nur schnell im Buffet-Restaurant und ja, danach ging es ja für mich auf die Rutschen. Das war ja total aufregend, vor allem die Freefall-Rutsche. Leider, wie gesagt, konnte man da keine GoPro mit reinnehmen. Das hätte ich euch gerne gezeigt. Vor allem, ja wohl, bei dem lauten Schrei wären euch wahrscheinlich die Ohren geplatzt. Ja, am Abend waren wir dann auch im Buffet-Essen. Da gab es heute Italian Night und wirklich mega, mega viel Auswahl. Und ja, ich muss es wirklich mal betonen, das Essen hier an Bord ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir nach diesen 10 Tagen hier mit 3 oder 4 Kilo pro Person mehr nach Hause kommen würden. Und vor allem, weil wir dann jetzt zu später Stunde auch nochmal Moschinens waren und den letzten Hamburger für heute verdrückt haben. Und ja, jetzt haben wir schon wieder 11:30 hinter mir, wie ihr seht, wir sind gerade mitten auf dem Meer und es ist immer noch relativ hell draußen. Dennoch werden wir jetzt dann langsam aber sicher das Bett aufsuchen und melden uns dann morgen aus Tallinn wieder zurück. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und wünsche euch an dieser Stelle eine gute Nacht. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute hier in Tallinn und werden jetzt erstmal die Stadt erkunden und schauen, was es hier Schönes zu sehen gibt. Ja, hier hinter mir seht ihr einmal die Norwegian Getaway und auf der anderen Seite noch hinter dem Schiff die Arcadia von P&O Cruises, die uns hier scheinbar auf der Ostseeroute zu verfolgen scheint. Heute Morgen waren wir ganz schnell nur beim Frühstück im Gartenscafé und haben uns da lediglich für den Tag gestärkt. Und jetzt geht es einmal ab in die Stadt. Dann einmal der Hop-on-Hop-off-Bus, den man hier als Tagesausflug über das Schiff buchen kann. Der war irgendwie preislich bei 24 Euro pro Person und 18 Euro pro Kind, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise ja Dollar. Hier bei Norwegian bezahlt man ja mit Dollar und nicht mit Euro, wobei es im Endeffekt beides aufs Gleiche rauskommt. Außerhalb vom Hafen gibt es aber nochmal einen weiteren Hop-on-Hop-off-Bus und da werde ich mal schauen, wie da die Preislage so aussieht. Die regulären Preise vom Hop-on-Hop-off-Bus anschauen. Das macht dann schon einen kleinen Unterschied. Hier kostet das 24-Stunden-Ticket 20 Euro pro erwachsener Person und 10 Euro für Kinder zwischen 7 und 17 Jahre. Kinder unter 7 Jahre sind frei. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ein Familienticket zu buchen. Das schließt 2 Erwachsene und bis zu 3 Kindern ein und würde 50 Euro kosten. Direkt hier am Hafen, nur wenige Gehminuten vom Schiff entfernt, habt ihr auch die Möglichkeit, ja, einkaufen zu gehen. Hier gibt es diverse Shopping Malls, wo ihr ja ganz unterschiedliche Sachen kaufen könnt.
Also wir waren jetzt mal in einem dieser Läden hier drin und ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Schockerlebnis. Also da bekommt ihr echt alles, von gefälschten Markenartikeln über riesen Waffenarsenal mit Butterfly-Messern. Ihr bekommt da Wasserpfeifen für die Junkies zu kaufen. Und das Krasseste eigentlich war die Tatsache, dass hier sogar Hakenkreuz-Cappies und Hakenkreuz-Bandagen und alles zu kaufen bekommt. Also ja, ich würde sagen, ich nehme meine Kaufempfehlung von eben ganz klar zurück. Wir sind jetzt hier einmal ins Museum gegangen. Wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das hier Pax Margareta. Ja, dieses Museum ist hier direkt am Eingang von der Altstadt und man kann hier wohl mit den Tickets auch auf den Tower hoch. Für Erwachsene kostet der Eintritt 6 Euro, für Kinder 3 Euro und es gibt aber auch ein Familienticket, womit man dann für alle Personen insgesamt zusammen 12 Euro bezahlt. Angekommen, können wir uns nun auch Tallinn einmal von oben anschauen. Und hinter mir, wie ihr seht, sehen wir auch unser Schiff, die Norwegian Getaway und davor auch die Arcadia von P&O Cruises. Hier noch einmal eine Runde durch die Altstadt hier von Tallinn marschiert und da es jetzt langsam anfängt zu regnen, werden wir uns nun auch auf den Rückweg zum Schiff machen. Musik.
Gott, ist das kalt hier draußen. Und das, obwohl wir gerade Sommerferien haben. Ja, auch der Tag geht heute zu Ende. Wir sind jetzt wieder auf der Fahrt und zwar in Richtung Stockholm. Heute Nacht werden wir dann so gegen 2 oder 3 die schwedischen Schären erreichen. Da werden wir allerdings hoffentlich schlafen und werden das entsprechend dann nicht dokumentieren können. Ja, nachdem wir heute in Tallinn heute unterwegs waren, haben wir dann noch einen sehr entspannten und relaxten Nachmittag an Bord verbracht. Und vor allem den Abend haben wir sehr genossen, denn wir waren heute spontan im Cagney Steakhouse essen. Das war wirklich sehr lecker und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das heißt zwar hier immer, man muss einen Tisch reservieren, wir haben es heute aber dennoch spontan probiert und hatten auch Glück und haben direkt einen Tisch für 4 Personen bekommen. Ja, die Kinder haben da ganz normal aus dem Kids-Menü gegessen und waren dementsprechend kostenfrei. Und wir haben jeweils ein Filet Mignon gegessen, ich noch eine Hummersuppe vorneweg. Und ja, zusammen haben wir dann $45 für das Abendessen bezahlt, plus eben die 18% Service Charge. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, den Abend jetzt, den Rest des Abends haben wir auf der Kabine verbracht, da wir doch noch einiges zu tun hatten. Ich habe ja die Reiseberichte etwas aktualisiert, dass ihr da eine Kleinigkeit zu lesen habt. Und ja, jetzt wird es dann auch schon ins Bett gehen. Die Uhr wird heute Nacht wieder eine Stunde zurückgestellt. Das ist ganz nett. So bekommen wir wieder eine Stunde geschenkt, die wir ja zu Beginn der Reise abgenommen bekommen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und sage an dieser Stelle Tschüss und gute Nacht. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen aus Stockholm. Endlich ist sie da, die Sonne, und die werden wir jetzt genießen gehen. Wir waren heute Morgen schnell frühstücken und jetzt werden wir Stockholm besuchen. Und was ich ganz besonders toll finde, dass wir hier mit dem Schiff quasi mitten in der Stadt stehen. Das letzte Mal, als ich in Stockholm war, ja, da lagen wir irgendwie außerhalb in so einem Industriehafen. Und das ist diesmal anders, sodass wir jetzt wirklich die Stadt auch zu Fuß erkunden können. So, hier in Stockholm, ja, mal böse gesagt, kann man auch auf den Strich gehen. Das hat allerdings folgende Ursache, und zwar sind das die Linien, wie ihr wohin kommt. Die rote Linie, da geht es einmal zu den Sightseeing-Bussen, einfach der roten Linie folgen. Und wenn ihr in die Stadt wollt, dann folgt ihr der blauen Linie. Das sind von hier aus 2600 Meter zu laufen und die werden wir uns jetzt mal vornehmen. Hier einmal die Informationen für den Hop-on-Hop-off-Bus. Ein 24-Stunden-Ticket kostet hier 300 Kronen. Der nette Mitarbeiter hier von Hop-on-Hop-off erzählte uns, dass es umgerechnet 30 Euro sind pro Person. Und was ich natürlich richtig super finde, ist, dass Kinder bis 12 Jahre kostenfrei mitfahren dürfen. Ups. Na, das war ja klar. Jetzt ist die Farbe ausgegangen. Gehen wir einfach mal weiter hier lang. Hop-on, hop-off gibt es hier in Stockholm übrigens nicht nur per Bus, sondern auch hier mit diesen Booten. Wenn ihr nur das Boot wählt, dann seid ihr bei 200 Kronen pro Person. Das sind dann umgerechnet 20 Euro. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ein Kombi-Ticket zu nehmen mit Bus und Boot. Und da seid ihr dann bei 400 Kronen, was dann umgerechnet 40 Euro sind. We'll be right back.
jetzt hier zwischenzeitlich in der Innenstadt von Stockholm angekommen. Gelaufen sind wir ja jetzt in etwa eine halbe Stunde, aber wir sind auch nicht besonders schnell gelaufen. Ja, hier im Hintergrund vielleicht, da seht ihr auch das Schiff. Und wir schauen jetzt mal, ob wir zu diesem Freizeitpark kommen, den man hier jetzt hinter mir im Hintergrund sieht. So, wir sind jetzt einmal komplett auf der anderen Seite hier von dem Kanal angekommen und werden uns nun langsam aber auch auf den Rückweg machen. Hier rechts neben mir sieht man auch den Freizeitpark, allerdings trennt uns da noch eine weitere Brücke. Und wir müssen so ein bisschen die Zeit im Blick halten, denn wir sind leider nicht den kompletten Tag hier in Stockholm, sondern nur bis 16 Uhr. Um 15.30 Uhr müssen wir wieder zurück an Bord sein. Und ja, wir haben jetzt inzwischen schon 13 Uhr und wir sind über eine Stunde hierher gelaufen, sodass wir uns nun langsam auf den Rückweg machen. Wir sind jetzt wieder zurück an Bord und es wird auch nicht mehr lange sein, bis es jetzt hier losgeht. Wir haben kurz vor 16 Uhr und wir werden Stockholm gleich wieder verlassen. Morgen wartet dann ein Seetag auf uns und ja, da werden wir bestimmt wieder einiges Spannendes hier an Bord erleben. Jetzt allerdings haben wir erstmal einen Termin mit dem Hotelmanager hier der Norwegian Getaway. Da sind wir mal gespannt, was der uns zu erzählen hat.
ein traumhafter Tag heute. Ja, so stellt man sich eigentlich den perfekten Kreuzfahrttag vor. Nicht nur, dass Stockholm eine verdammt schöne Stadt ist, das ist eine der Städte in Europa, ja, wo ich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, hinziehen würde. Und vor allem dann auch die Ausfahrt durch die Schären Schwedens, wirklich, wirklich traumhaft. Und das bei absolut traumhaftem Wetter, auch wenn der Wind ein wenig frisch ist, aber immerhin hatten wir heute Sonne pur. Und ja, heute Mittag in Stockholm war es sogar teilweise echt schon ein bisschen warm. Ich hatte einen Pulli an, weil ich dachte, naja, es sind irgendwie so zwischen 15 und 20 Grad gemeldet. Ziehst mal besser einen Pulli an. Aber den hätte ich tatsächlich nicht gebraucht, denn es war wirklich an Land richtig, richtig warm. Ja, jetzt könnt ihr hinter mir schon sehen, der Beginn eines traumhaften Sonnenuntergangs, der diesen Abend einfach jetzt perfekt abschließt. Wir waren gerade schnell noch im Moschins eine Kleinigkeit essen. Da wir heute nicht allzu viel Zeit zum Essen haben, denn wir haben uns heute für das Theater einen Platz reserviert. Dort findet heute eine Broadway-Show statt, wo wir sehr gespannt drauf sind. Leider werden wir euch daher natürlich nicht mitnehmen dürfen, da Kameras und Videoaufnahmen im Theater hier strengstens verboten sind. Aber wir werden natürlich anschließend berichten, wie es war. Und ja, genießen jetzt noch für ein paar Minuten hier diesen herrlichen Ausblick, das traumhafte Wetter, bevor wir dann ab ins Theater zischen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir befinden uns gerade wieder auf See von Stockholm in Richtung Kopenhagen. Ja, und wie ihr im Hintergrund seht, sieht man heute nichts. Es ist neblig, es regnet, es ist kalt. Das gute Wetter von gestern hat sich wieder verzogen. Und um dem Ganzen noch eins oben drauf zu setzen, werden wir gleich mal in die Eisbar gehen. Da wird es nämlich noch einen Ticken kühler und da bin ich mal ganz gespannt drauf. We'll be right back.
Das war mal echt knapp. Also von hier aus sah das wirklich so aus, als würden wir da nicht durchkommen und hängen bleiben. Aber wie man gesehen hat, es hat alles geklappt und wir sind hier unter der Brücke sicher durchgekommen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kopenhagen. Das ist unser letzter Hafen während der Reise, bevor es morgen wieder in Warnemünde von Bord geht. Wie ihr seht, haben wir wieder traumhaftes Wetter im negativen Sinne. Es ist bewölkt, es ist neblig und ja, teilweise kommen auch ein paar Regentropfen runter. Wir liegen hier ziemlich außerhalb im Hafen. Vom Stadtzentrum sind es irgendwie 6 oder 7 Kilometer entfernt und ein Shuttlebus würde uns $15 pro Person kosten, also insgesamt bei 4 Personen $60. Ob es uns das wert ist, in eine Stadt zu fahren, in der wir alle irgendwie schon gefühlt 100 Mal waren, das wissen wir noch nicht. Daher kann es sein, dass wir auch heute wieder an Bord bleiben. Das werden wir aber mal schauen. Vielleicht wird das Wetter noch ein bisschen freundlicher, sodass wir uns da uns das Ganze anders überlegen. Oh Gott, heute Morgen fällt das mit der Sprache ziemlich schwer. Wir werden jetzt erstmal zum Frühstück gehen. Heute wird nämlich Frühstück hier im Gardens Café nur bis 9.30 Uhr angeboten, da ja dann auch das Schiff gleich leer sein wird. Das Oceans hätte allerdings länger geöffnet, da haben wir jetzt auch die letzten Tage schon so oft gefrühstückt, dass wir dachten, okay, wir stehen heute ein bisschen früher auf und gehen ins Gardens Café. Und anschließend werde ich dann erstmal meinen großen Rundgang drehen, weil das bietet sich an einem Tag, wo das Schiff wirklich, bis auf die paar Leute, die in Warnemünde ein- und auschecken, natürlich an, denn das Schiff wird komplett leer sein. Ja, so, also ich melde mich später wieder bei euch und wir schauen mal, was uns heute hier in Kopenhagen alles erwartet. So, ich bin jetzt hier zwischenzeitlich auf Deck 15 angekommen, dem Pooldeck hier an Bord der Norwegian Getaway. Ich hatte ja gehofft, dass es zwischenzeitlich mal aufhört zu regnen, doch ich glaube, das wird heute nichts mehr, sodass ich euch jetzt das Pooldeck dann einfach im Regen zeige. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Das war's dann auch schon von unserem Rundgang hier an Bord der Norwegian Getaway. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des verregneten Wetters. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sehe zwischenzeitlich selbst schon aus wie so ein kleiner begossener Pudel und werde mich jetzt erstmal trockenlegen. Be
on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Was ein Wahnsinn, da ist man hier am Koffer packen und denkt an nichts Schlimmes und plötzlich, ja, ruft Julian, da draußen ist ein Kreuzfahrtschiff, ja, und dann fahren wir hier ganz spontan eben mal so an der MSC Fantasia vorbei und ja, das ziemlich dicht, also wirklich mal wieder ein unheimlich schönes Erlebnis hier auf See. Ja, das war's dann auch schon wieder von heute. Wie gesagt, gerade eben haben wir noch die Koffer gepackt, denn morgen geht es in Warnemünde wieder von Bord. Unsere 10-tägige Kreuzfahrt an Bord der Norwegian Getaway ist dann auch schon wieder zu Ende. Ja, heute Kopenhagen haben wir dann wieder ausfallen lassen. Es hat den ganzen Tag geregnet und wir waren hier sehr weit außerhalb von der Stadt angelegt, so dass es sich für uns nicht wirklich rentiert hat, dann mit den Kindern in die Stadt zu marschieren. Wir wären da sowieso nur nass geworden. Und somit haben wir die Zeit an Bord genutzt und haben ja hier heute den großen Rundgang gedreht, den wir euch dann auch ja zeitnah präsentieren werden. Und ansonsten war das heute einfach nur noch mal Füße hochlegen, das leere Schiff genießen und einfach mal ja nichts tun. Wir haben heute wirklich einfach mal nichts getan. Jetzt werden wir dann auch gleich zu Bett gehen, denn morgen früh klingelt der Wecker. Wir müssen irgendwie gegen 9 Uhr von Bord runter, weil dann Parken und Meer auch schon wieder auf uns wartet, um uns zurück zu unserem Auto zu bringen. Ich wünsche euch ja eine gute Nacht und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen bei unserem letzten Teil vom Vlog nochmal dabei seid und sage an dieser Stelle ciao und bis zum nächsten Mal. Hier zurück von unserer 10-tägigen Kreuzfahrt und sind wieder auf dem Gelände von Parken und Meer. Der Bus hat uns direkt am Terminal abgeholt. Das war nicht zu übersehen und innerhalb von 5 Minuten saßen wir dann schon im Bus. Unser Gepäck wurde verladen und wir haben uns auf den Weg hier zum Parkplatz gemacht. Ja, nun holen wir nur noch unser Auto ab und ja, dann geht es wieder Richtung Heimat und wir freuen uns, denn in 14 Tagen sind wir schon wieder hier bei Parken und Meer, denn dann geht es bereits auf die nächste Kreuzfahrt ab Warnemünde.